Hallo, sag mal, weißt du eigentlich, für was unsere Bundesregierung so das ganze Steuergeld verprasst? Naja, man kann ja jetzt nicht sagen, sie würden das sinnvoll verwalten oder sinnvoll anlegen. Nein, ich behaupte einfach, das Geld wird verprasst. Und zwar vor allem, wenn ich solche Artikel finde wie diesen hier von der Bild. Bild Online hat das hier gebracht. Ein Artikel vom 20.05. Okay, schon ein paar Tage zurück. Aber natürlich ist das Thema immer noch aktuell. Und dann schauen wir mal, was die Bild so mitteilt. Die Ampelkoalition hat den Haushalt für das laufende Jahr festgezurrt. Danach nimmt der Bund in diesem Jahr 139 Milliarden Euro neue Schulden auf. 139 Milliarden Euro. Okay. Insgesamt können Finanzminister Christian Lindner und seine Kabinettskollegen aber 496 Milliarden Euro ausgeben. Die endgültigen Entscheidungen fielen in der Nacht vom 20.05. Mehr Geld, mehr Miese, unter anderem für neue Mitarbeiter. Wie eine Haushaltsaufstellung, die der Bild vorlegt, ergibt, können sich SPD, Grüne und FDP insgesamt rund 9.600 neue Stellen gönnen. Ja, dann schauen wir mal, wo denn die ganzen Stellen dann am Ende wirklich platziert werden. Das größte Plus gibt es für Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. Sie bekommt 2.384 neue Stellen, unter anderem für BKA, Bundespolizei und Mitarbeiter im Ministerium. Dahinter fast gleich auf Finanzminister Lindner, denn der erhält immerhin 1.714 neue Stellen, unter anderem für den Zoll. Verteidigungsministerin Christiane Lambrecht von der SPD bekommt 1.709 neue Stellen, unter anderem bei der Bundeswehr. Okay, bei der Verteidigungsministerin hätte ich erwartet, dass da eigentlich alle oder fast alle bei der Bundeswehr sind, aber hier wird angegeben, unter anderem bei der Bundeswehr. Wahrscheinlich sind das einfach nur diese 9 von den 1.709. Mal abwarten. In dreistelliger Höhe vergrößern sich die Ministerien für Verkehr mit 570 neuen Stellen, Wirtschaft 536, Wohnungsbau 422, Umwelt 305, Kanzleramt 285,5, Landwirtschaft 273,5, Auswärtiges Amt 228, Justiz 204,6 und das Gesundheitsministerium mit 192 neuen Stellen. Weitere neue Stellen entfallen auf das Familienministerium, nämlich 90,5, das Arbeitsministerium 81, das Bildungsministerium 66 und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 51,5 Stellen. Auch der Bundestag wird weiter aufgebläht. Insgesamt gibt es 79 neue Stellen für die Verwaltung. Sogar der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung bekommt 50 neue Mitarbeiter und auch das Bundespräsidialamt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird um 14 Stellen vergrößert. Das Bundesverfassungsgericht wächst um 5,5 neue Stellen und der Bundesrat um 5. Im Gegenzug werden nach Schätzungen rund 3.000 Stellen gestrichen. Macht unterm Strich gut 6.000 neue Stellen für den Bund. Es gab auch etwas Kritik, zum einen von dem Steuerzahlerpräsident Rainer Holznagel, der die Ausgaben bei Bild Live kritisiert hat. Und ebenfalls kommt auch Kritik aus der Union, der Vorwurf, die Ampel würde 88 Milliarden Euro zu viel an Krediten aufnehmen. Weniger neue Schulden wären ein Zeichen an die Bevölkerung, die im Augenblick viele Einschränkungen machen muss. Ich glaube, die Überschrift hier passt eigentlich ganz gut. Die Ampel gönnt es sich rund 6.000 Extrastellen. Man hat in der letzten Zeit eigentlich kaum etwas gehört, dass die Ämter derart überlastet wären, dass sie unbedingt neue Stellen benötigen. Aber naja.
Das ist auch nichts in der heutigen Zeit, was man wirklich braucht, sondern so etwas gönnt man sich. Und wie man sieht, ja, die Bundesregierung kann das auch machen. Ja, wie siehst du das denn? Teil mir doch einfach mal deine Meinung mit, das würde mich freuen. Unten in den Kommentaren. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.